Ja, hallo ihr lieben Menschen da draußen, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir treffen uns heute mit der Sandra und wir haben so ein bisschen einen Plan, wohin wir wollen. Und zwar geht es uns heute darum, die Verbundenheit anzusprechen, die wir als Menschen eigentlich so haben, vor allem als Mütter, als Eltern. Und das wahrzunehmen, statt wahrzunehmen, dass der andere es vielleicht ein bisschen anders macht als wir selbst. Ja, herzlich willkommen, liebe Sandra. Ja, danke, dass ich hier sein darf heute. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Magst du dich ganz kurz vorstellen, dass unsere Zuseher einfach wissen, wer du bist, welchen Hintergrund du hast? Ja, also erstmal ein herzliches Hallo an deine Zuschauer, an unsere Zuschauer. Ich bin die Sandra Heim, ich bin die Gründerin von Mama Revolution. Ich habe mich 2014, da war meine Tochter gerade 5 Jahre alt, selbstständig gemacht als transformative Business Coach für Mütter, die ihr Business natürlich wachsen lassen möchten, während die Kinder die Nummer eins bleiben dürfen. Also bei mir ging es und geht es immer darum, dass man als Mutter viele Möglichkeiten heutzutage hat, ja, aber dass es auf einen ganz bewussten Umgang mit diesen Möglichkeiten ankommt, um dann einfach wirklich Mutter sein zu können und Herzensprojekte umzusetzen, die einem wichtig sind. Ja. Das ist ganz schön, finde ich, weil es so ein bisschen so einen Raum gibt, meiner Meinung nach, für Mütter, die halt beides machen wollen. Und was ein bisschen so ein konträres Bild, glaube ich, oder konträr ist vielleicht falsch, aber zu dieser Vereinbarkeitslüge eigentlich, die besteht. Ja. Jawohl. Passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem, was wir heute als Thema uns ausgesucht haben, weil ich glaube, da ist ganz viel da, ganz viel oft an Gewissensbissen in den Müttern selbst, aber auch dieses, du bist ja nur daheim bei deinen Kindern und dann auf der anderen Seite die Mama, die nur quasi nur arbeiten geht, ja, also die einen anderen Weg wählt und wo ich spüre, da wo schon dieses Gegeneinander ja oft anfängt, ja, dieses du machst Ja. ja anders. Erlebst du das auch? Ja, also ich habe, sagen wir mal so, ich habe das früher vor allem innerlich gehabt, indem ich mich halt verglichen habe mit Unternehmerinnen beispielsweise, die keine Kinder hatten und dann an mir vorbeigezogen sind, gefühlt, ja. Oder mit Unternehmerinnen, deren Fokus einfach anders war, ja, die halt irgendwie für sich die Entscheidung getroffen haben, ich gebe mein Kind in die Kita und mir ist Karriere so wichtig, dass ich das halt mache. Und für mich war es aber immer so, dass ich wollte nie mein Business vor meine Tochter stellen. Und das ist auch heute noch so, meine Tochter ist 11 Jahre alt und die ist immer noch meine Nummer eins. Und im Laufe der Jahre habe ich halt festgestellt, es gibt aber Wege, das zu leben, so dass es sich friedlich anfühlt. Mein Hund, der kämpft hier gerade mit irgendeinem Käfer, deswegen ist das so unruhig, es tut mir leid. Das ist kein Problem. Ansonsten schmeiße ich ihn gleich raus. Und man muss aber dann, also für mich, das war diese innere Entwicklung, wirklich so verschiedene Schritte gehen und sich nach und nach einfach lösen von irgendwelchen Idealen, die man im Kopf hat, wie man als Mutter sein sollte, wie andere sind, und dann nach und nach wirklich zu dem finden, was einen selbst ausmacht und was die eigenen Werte sind. Und dann einfach Frieden finden und in diesem Frieden sich so erden und von dort heraus dann einfach leben und handeln. Und das war bei mir ein Prozess, der hat einige Jahre gedauert. Aber insofern habe ich das eher innerlich erlebt, diese Konflikte mit dem, es müsste doch auch anders gehen, es müsste doch auch schneller gehen. Ja. Und habe jetzt persönlich nicht so die vielen Erfahrungen da draußen gemacht, dass ich Konflikte mit Müttern hatte, die mich irgendwie angegriffen haben aufgrund meines Lebensmodells. Aber ich kenn das von vielen anderen Müttern, die mir davon erzählen, die dann wo es dieses typische Mutter-Bashing gegeneinander gibt. Und das ist natürlich total schade, weil wir als Mütter ja gerade sozusagen die Beauftragten sind, um Individualität groß werden zu lassen. Und eigentlich, finde ich, bringen wir alles mit, um
einem anderen Menschen die Freiheit zu lassen, genauso zu sein, wie er sein möchte. Ja. Jetzt hat er sich hingelegt. Jetzt haben wir Ruhe. Okay. Ja, die anderen so sein zu lassen, wie sie sein möchten, das finde ich einen ganz wichtigen Satz, weil ich mir, also ich erlebe selber immer, dass wir so stark in Konzepten, in Methoden verhaftet sind, die jetzt im Außen vorhanden sind, von denen wir meinen, dass es das Richtige ist oder von denen es uns vielleicht auch vermittelt wird. Und dass wir auch ganz stark in diesem Außen suchen nach quasi den Idealen, wo ich selbst auch immer wieder erlebe, dass dann jemand nur so dieses Außenbild wahrnimmt von jemandem anderen und sagt, ja, das ist ja das Ideal. Und das macht es uns schwer, so zu fühlen. Und ein Stichwort oder was mir da immer einfällt, ist so diese Selbstanbindung eigentlich, die wir verlernt haben. Dieses wirklich Spüren, was fühlt sich für mich jetzt gut und richtig an? Ja? Was ist stimmig da? Ja? Jawohl. Ich denke mir, das ist auch etwas, wo du ja die Mütter dann auch begleitest, in dem, wo finde ich meinen Weg? Ja. Und ja. Was darf sein da auf diesem Weg? Ja, das genau. Und auf diesem Weg darf halt alles sein, alles, was sich stimmig anfühlt. Und wir kommen aber alle halt, ich meine, wir sind wahrscheinlich, die meisten von uns sind in die Schule gegangen. Wir sind durch Jahre der Gehirnwäsche letztendlich gelaufen, wo man uns ja mehr oder weniger so trainiert hat, einfach diese innere Stimme völlig zur Seite zu schieben und sich auf das zu konzentrieren, was einem präsentiert wird, als das, was wichtig ist zu lernen, als das, was wichtig ist zu tun, dass man halt morgens um 7:30 in der Schule erscheint und es geht so viele Stunden, es wird vorgegeben, wann man dann Urlaub machen darf und sowas. Also wir sind groß geworden in einem System, das total viele Vorgaben gemacht hat, ja, und jetzt eigentlich immer mehr Vorgaben machen möchte. Und da ist natürlich die große Herausforderung, dann erstmal diese Stimme wieder zu hören, das selbst zu fühlen. Und dann aber auch so diesen Schritt ins Vertrauen zu gehen und nicht nur zu hören, was das Selbst sagt, ja, oder zu fühlen, in welche Richtung das Selbst uns dirigieren will, sondern dem dann auch zu folgen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo das ist dann wirklich eine Herausforderung. Das ist so der erste Schritt, das zu fühlen. Und dann ist es der nächste Schritt, dementsprechend auch zu handeln. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eben, dass dieser Weg ist nicht vorhersehbar. Ja? Dieser Weg ist absolut individuell und bei jeder Person anders. Und dieser Weg hält halt Überraschungen, also positive Überraschungen bereit, die man nicht vorhersehen kann. Ja? Also ob das jetzt beruflich ist oder privat, bei uns beispielsweise, uns hat dieser Weg letztendlich nach Frankreich geführt, wo wir heute leben, weil unsere Tochter irgendwann uns ganz klar gezeigt hat, sie gehört nicht in das deutsche Schulsystem. Ja? Und das war dann mehr oder weniger ihr Seelenweg, der uns hierher geführt hat. Und wir wussten aber auch eine ganze Weile nicht, dass wir irgendwann hier sein werden, aber wir haben einfach angefangen, diesen Impulsen zu folgen. Ja, das ist was Schönes eigentlich, diesen Impulsen zu folgen, aber auch etwas, was meiner Meinung nach ganz viel Mut braucht. Also ich erlebe es bei uns auch immer wieder so dieses Erkennen, dass eigentlich der Weg schon das Ziel ist, wie es so schön heißt, und nicht, wie wir es oft meinen, wir setzen uns ein Ziel und dann gehe ich da zielstrebig hin oder fange schon davor an zu zögern, ob ich das überhaupt schaffe und zu zweifeln, ob es überhaupt der richtige Weg ist. Dann schaue ich vielleicht ins Außen und sehe, okay, die machen das alles anders und das sollte ich auch. Also wir, so wie du sagst, wir leben in diesem System, wir sind darin groß geworden. Es prägt uns eigentlich dieses Leistungsdenken. Und ich glaube, auch das ist ein Grund, warum wir so sehr eben oft auf die anderen schauen und dann dieses Gefühl haben, wir müssen ja alle quasi das Gleiche tun, damit es richtig ist und damit wir miteinander etwas tun können, also damit wir eine Verbundenheit haben. Ja. Und daran kauen wir, glaube ich, ganz stark jetzt als Gesellschaft. Also vor allem in der letzten Zeit erlebe ich das nochmal intensiver. Ja, genau. Also mir ist jetzt spontan eingefallen, während du erzählt hast, das ist eigentlich auch genau das,
womit Mütter konfrontiert werden, in dem Moment, wo sie Mütter werden. Ja? Entschuldige, ich mache das schnell aus. Einen Moment. Ja, okay. Ja, und das ist dieser Punkt, wo Frauen zu Müttern werden. Und ich schreibe da gerade auch ein Buch darüber und bin gerade an diesem Kapitel. Und während ich das schreibe, ist mir eben so bewusst geworden, dass wenn eine Frau zur Mutter wird, dann wird sie eigentlich genau mit diesen beiden Welten konfrontiert. Das eine ist dieses Intuitive, das ist das Selbst. Sie trägt das Kind in sich, sie ist verbunden mit sich und mit dem Kind und bekommt eigentlich innerlich alle Informationen, die sie braucht, um gut durch diesen Schwangerschaftsprozess zu kommen und dann ihr Kind auf die Welt zu bringen. Aber in unserer Gesellschaft ist das so, dass sie eigentlich mit ihrer Schwangerschaft direkt in dieses System von Kontrolle, von Zahlen, von Plänen, die korrekt umgesetzt werden müssen, einsteigt. Und dann beginnt eigentlich gleich diese Verunsicherung. Das Gefühl sagt das eine und die Zahlen und die Messungen sagen das andere. Und das, finde ich, ist ein absolut gutes Beispiel für das, was generell gesellschaftlich passiert, dass man hat eigentlich seine innere Weisheit. Und ich glaube, das ist die Chance von jeder Frau, die zur Mutter wird, dass sie eigentlich eine Riesenchance hat, diese innere Weisheit noch stärker zu fühlen. Aber dann kommt dieses System, das man natürlich auch verinnerlicht hat, auch in Form von eigenen Gedanken und Zweifeln. Es kommt von innen und von außen und versucht einen sozusagen davon abzubringen, dass man ja eigentlich alles schon in sich hat, was man braucht, um seinen Weg zu gehen. Ja. Das ist ja etwas, also mir ist das kürzlich bei so einem Posting aufgefallen, wo es darum ging, eben, dass Impfen freiwillig sein und freiwillig bleiben sollte. Und wo sich dann wirklich ganz viele angegriffen fühlten und wirklich auch dann so diese Argumente kamen, naja, das Kind ist ja nicht das Eigentum der Mütter. Und also wirklich Argumente, wo ich dann für mich überlegt habe, wie kann man darauf reagieren? Ja. Ja. Was sagt man? Weil natürlich ist das Kind nicht das Eigentum von mir als Mutter. Ja. Es ist ein Individuum, aber ich bin für diese Zeit, in der es heranwächst, einfach auch die Wegbegleitung, ja, und diejenige, die einfach Verantwortung übernehmen muss, ja. Ja. Und im Endeffekt. Und dein Kind ist ja zu dir gekommen. Dein Kind ist nicht zu der Person gekommen, die sagt, ist dein Kind überhaupt dein Eigentum? Nein, dein Kind ist zu dir gekommen. Deswegen bist du diejenige, du bist die Beschützerin deines Kindes, du bist die Beauftragte, die den Raum für dein Kind hält, bis es groß genug ist und dann selbst hinausgehen kann in die Welt. Ja? Und das ist eben genau das, was, wenn man sich auf diese rein analytische Ebene begibt, dann kommt man zu Argumenten, die so verwirrend sind und die mit dem inneren Gefühl von stimmig oder nicht stimmig überhaupt nicht mehr vereinbar sind. Aber zu solchen Argumenten kommt man meiner Meinung nach nur, wenn man sich von hier völlig abgetrennt hat und dann sich in so einem ganz kalten, analytischen Bereich bewegt, wo halt Liebe und Beziehung und Vertrauen gar nicht existieren, ja, weil sie nicht sichtbar sind und messbar sind in Zahlen oder sowas. Ja. Und zu diesem freiwillig Impfen, genau das erlebe ich auch und das hält mich dann teilweise manchmal auch davon ab, sowas zu posten, weil ich innerlich schon denke, oh, wenn ich das jetzt poste, dann kommen wieder so viele Gegenargumente. Da geht es auch darum, darüber hinaus zu wachsen. Aber das ist auch so, wo ich dann versuche einfach, das in so eine Richtung zu steuern und wo ich sage, es geht doch einfach nur darum, dass jeder von uns einfach frei mitteilen darf, wo er steht, ja, und dann für sich frei seine Entscheidungen treffen darf. Und freiwillig impfen heißt ja, jeder, der das Gefühl hat, diese Impfung ist genau das Richtige für mich oder für mein Kind, der kann das gerne tun. Aber jeder, der das Gefühl hat, ja, diese Impfung wird meinem Kind nicht gut tun, sollte auch absolut die Freiheit haben, das nicht tun zu müssen. Und warum wird man dann nicht einfach in Ruhe gelassen? Warum wird man so angefeindet? Ja, und das ist genau der Punkt, finde ich, wo auch wir Mütter einfach einen Schritt höher gehen können in unserem Bewusstsein und da einfach auch
die individuelle Haltung von anderen Müttern absolut einfach zulassen dürfen, egal wo diese Mama steht. Ja, ja, da geht es, glaube ich, auch darum, was du angesprochen hast, um diese Liebe zu spüren, die Beziehung, die wir haben. Und ich denke mir, da ist ja das Mama-Sein auch so ein schönes Beispiel, weil als Mama muss ich ja eigentlich auch dieses andere Individuum, also mein Kind, ja, sehen, dass es anders ist, dass es vielleicht andere Interessen hat, dass es vielleicht andere Farben liebt als ich, ja, um jetzt ganz banale Beispiele zu nennen, andere Geschmäcker hat, ja, es ist nicht ich und trotzdem habe ich eine Beziehung zu ihm, ja. Und ich glaube, das Gleiche dürfen wir eben auch in diesem Mama-Sein erleben. Wir sind alle Mütter und wir haben alle einen anderen Standpunkt, wo wir sind. Wir haben andere, also jeder von uns hat eine andere Geschichte. Ja? Ja. Jeder andere Gefühle, Emotionen. Und da geht es einfach darum zu sagen, jeder von uns darf in dem Augenblick, wo er jetzt gerade ist, seine Entscheidung treffen, für die er dann Verantwortung trägt. Und das ist eigentlich ein Grundrecht des Menschen, das zu tun. Ja. Ja. Das gilt, glaube ich, gerade im Augenblick zu erleben und auch wie du angesprochen hast, ich kenne es von mir selbst so gut auch, darf ich das jetzt sagen? Was denken die anderen dann? Ja. Was löse ich damit aus? Was trete ich da los? Ja. Wen berühre ich damit vielleicht? Ja. Ja. Oder wem drücke ich die Knöpfe? Genau. Ja, genau. Ja. Aber andererseits denke ich mir, wann, wenn nicht jetzt, es ansprechen, weil wir machen uns dadurch natürlich auch greifbar. Wir machen uns irgendwie spürbar. Wir erleben uns dann auch ganz anders. Ja? Ja. Also sowohl natürlich die von außen jetzt mich, aber auch umgekehrt. Ich weiß ja dann auch, mit wem habe ich es da zu tun? Wo berühre ich den vielleicht? Und das war ein Lernprozess für mich, auch in dem Augenblick dann, wenn das Gegenargument kommt, zu sagen, okay, das ist deine Meinung und die darf auch so sein. Ich fühle mich nicht mehr bemüßigt, hier dann zu argumentieren, um das Gegenüber vielleicht umzudrehen, sondern sag, das ist dein gutes Recht, dass du anders denkst. Genau. Und meines ist halt diese Richtung. Ja. Das ist eigentlich, was du beschreibst, finde ich, ist, das ist der Weg, um damit umzugehen, ja. Einerseits geht es darum, sich selbst treu zu bleiben. Und ich merke das auch, wenn ich dann trotzdem das sage, trotzdem den Post veröffentliche, trotzdem das Video veröffentliche, dann bin ich mir selbst treu geblieben. Und das fühle ich natürlich sofort. Ja? Ich fühle mich lebendig, frei und dann einfach auch so sich selbst so lieben, dass man sagt, ja, okay, aber wenn das meine Wahrheit ist und wenn mein Selbst mir ganz klar diesen Impuls gibt, geh damit raus, poste das und wenn ich dem folge und es kommt dann zu Gegenangriffen, dann ja, aber dann sind die halt da, aber die kann ich so stehen lassen. Viel wichtiger ist, dass ich meiner Wahrheit gefolgt bin und meinem Selbst treu geblieben bin. Ja, ja, ich denke mir, es ist ja auch diese Gegenargumente, die kommen, dürfen wir ja auch so erkennen, dass sie ein Lernprozess für uns sind. Ja? Oder ein, also ich sehe es halt für mich so, wenn jetzt etwas kommt, ein Gegenwind kommt, dann sage ich, okay, das ist die Prüfung. Ja? Meine ich wirklich? Oder auch wirklich so den anderen Blickwinkel wahrzunehmen und zu sagen, das ist jetzt meine Wahrheit, aber es ist vielleicht nicht die Wahrheit des anderen. Und ich denke mir, wir leben ja alle in einer Wahrheit, an die wir glauben. Ja? Auch wenn die vielleicht nicht, weil die jetzt nicht ident ist mit dem, was der andere denkt. Und die Verbundenheit muss halt wirklich wahrgenommen werden, weil wir sind alle Mütter. Und eine Entscheidung treffen wir ja für den Augenblick und nicht für die Zukunft. Ja, und das dürfen wir, glaube ich, wieder lernen. Das war auch für uns immer so dieser Ausgangspunkt zu sagen, okay, jetzt ist das stimmig, aber ich weiß nicht, ob es in 3 Wochen noch ist oder in 2 Jahren noch so ist oder in 5 Jahren so ist. Ja, ja. Das ist so wie Fahren im Nebel. Ich weiß nicht, ob du diese Metapher schon gehört hast, aber das ist so, diesen Herzensweg zu gehen, ist wirklich wie, man fährt im Nebel, man hat die Nebelscheinwerfer an und man sieht immer nur ein kleines Stückchen und darauf kann man sich konzentrieren. Aber man sieht nicht den Weg bis zu Ende. Ja? Und das ist auch einfach gut so, weil sich ja Zukunft auch immer wieder verändern kann. Ja? Mit den einzelnen Entscheidungen, die man im Moment trifft und den Impulsen, denen man folgt oder denen man nicht folgt. Das ist ja nichts Fixes, es ist ja ständig in Bewegung. Und
das ist auch etwas, was jede Mutter, jeder Vater irgendwie mit Sicherheit erlebt mit seinen Kindern, dass es bleibt immer flexibel, ja. Wie du sagst, früher, als die Magi noch klein war, ja, wir haben dann eine Möglichkeit gefunden, wie sie friedlich einschläft und dachten, oh ja, super, jetzt haben wir es raus. Ja. Und 3 Tage später war aber schon wieder was Neues gefragt. Ja, ja, also ich glaube auch, wenn wir daran denken als Mütter, dass es ja eigentlich auch mit dem eigenen Kind so ist, immer wieder, dass wir immer wieder an diese Grenzen stoßen, an diese Herausforderungen, die Gratwanderungen, dann schaffen wir es vielleicht auch zu sehen, okay, die andere Mama macht das vielleicht anders. Diese andere Familie hat ihren eigenen Weg. Aber trotzdem sind wir von der Grundsituation am gleichen Standpunkt. Ja? Also wir sind alle Eltern oder Mütter. Wir haben alle ein Gefühl für unsere Kinder. Ja? Wir lieben unsere Kinder. Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Ja? Mhm. Aber dieses Beste kann sich eigentlich unterscheiden. Ja, ja, genau. Trotzdem kann ich dann die andere Mama verstehen. Ja, oder also zu sagen, okay, du bist du, ja, und ich bin ich, und trotzdem haben wir etwas miteinander und können in diesem Miteinander stark sein. Und ich glaube, das ist jetzt gerade aktuell etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir als Mütter stark sind, ja, ja, oder als Eltern auch stark sind und zusammenrücken und vielleicht auch mal wirklich Stopp sagen, ja, jawohl, das ist unsere Grenze bis hierher und einfach nicht weiter. Ja. Ich denke, das ist die große Herausforderung und das ist wahrscheinlich auch, also ich habe das Gefühl, dass diese Zeit und diese Herausforderung in dieser Krise, das ruft uns Mütter alle auf den Plan, weil wir haben uns so lange rausgehalten aus diesem gesellschaftspolitischen Bereich, ja, einfach weil man als Mutter ist man halt im Privaten, ja, man kümmert sich im Kleinen, was aber groß ist, ja, um seine eigenen Kinder und sieht gar nicht, wie viel Einfluss man letztendlich dadurch auf die gesamte Gesellschaft hat, ja, weil jedes Kind ist Zukunft, ja, also wir als Mütter, wir gestalten die Zukunft mit unseren Kindern, indem wir sie begleiten ins Großwerden. Und jetzt steht unsere Gesellschaft an einem absoluten Wendepunkt, ja, und es ist irgendwie von meinem Gefühl her, es ist gerade noch nicht so ganz klar, in welche Richtung wird das letztendlich, das Pendel fallen. Und ich denke, wenn wir Mütter das jetzt schaffen, so wie du das beschreibst, einfach zusammen aufzustehen, ja, zusammen unsere Unterschiedlichkeiten zu akzeptieren, aber uns auf das Höhere konzentrieren, worum es geht, nämlich um unsere Freiheit, um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder. Welche Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Welche Welt wollen wir unsere Kinder marschieren lassen? Wenn wir uns darauf konzentrieren und zusammentun, dann könnte das wirklich ein Wendepunkt sein, wo wir endlich die Position im Gestalten der Gesellschaft einnehmen, die uns zusteht und die wir so lange abgegeben haben. Ja, gerade dieses Abgeben, also dieses sich hingeben eigentlich an jemanden anderen, also nicht die Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich erlebe es wie du, dass es jetzt eigentlich so ein Punkt ist, den wir erreicht haben, wo wir noch nicht wissen, wo es hingeht. Ja, also ich merke, dass am Anfang, wie diese Krise begonnen hat, war in mir so eine Aufbruchsstimmung, so ein, boah, ja, wir reißen jetzt alles nieder und es tut sich was, ja, oder es darf sich was tun. Also ich habe so ein Miteinandergefühl erlebt mit ganz vielen anderen Eltern und Müttern vor allem auch, also vor allem Kleinstunternehmerinnen. Und im Moment erlebe ich es eher so wie ein bisschen so eine Lauerstellung oder Lethargie auch. Also es ist so ein, es tut sich irgend, es hat sich was getan, aber im Moment ist es so ein Abwarten, ja, und so wie ja, das ist bei uns, ja. Finde ich spannend, wie du das sagst, weil ich empfinde, dass das ist ja so vielschichtig. Also erstmal müssen ganz viele Informationen, dann muss man erstmal filtern, was ist wahr, was ist falsch, was wird gesagt, was steckt wirklich dahinter. Ja, ich meine, es wird ja auch mit uns so kommuniziert, dass letztendlich alles so wunderbar klingt, ja. Und wenn man dann schaut, was bedeutet diese Maßnahme und dieses neue Gesetz tatsächlich, dann merkt man, es ist einfach nur totale Freiheitsbeschränkung. Ja.
Und das erstmal alles zu filtern und dann natürlich, ich meine, das ist ja auch was, was unseren langen Atem jetzt fordert. Ja? Jetzt haben wir wieder ein Stück Freiheit gewonnen, weil wir, also hier in Frankreich, wir dürfen jetzt wieder uns im Umkreis von 100 Kilometern ohne offizielles Beleg bewegen. Ne? Dann hat man wieder so ein Stück Freiheit und genießt die. Aber man darf wirklich nicht vergessen, dass das oberste Ziel ist die echte Freiheit und nicht nur ein Stück Freiheit, was wir jetzt wieder zurückgewonnen haben. Und ich glaube, wie du sagst, es ist auch wichtig, einfach auf der Lauer zu sein oder einfach wachsam zu bleiben und wirklich genau hinzuschauen, was passiert hier wirklich. Also was ist die offizielle Geschichte? Und die heißt, wir wollen Gesundheit. Aber was steckt wirklich dahinter? Ja? Und das hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Ja. Und dass wir da wachsam bleiben. Und auch hier, denke ich, geht es darum, dass jede von uns ihren Impulsen von innen folgt. Ja? Auch hier, wir müssen jetzt nicht so analytisch erhirnen, wie schaffen wir das jetzt, sondern ich glaube, das ist so wie, du hast die Impulse, diese Videos zu machen. Ja? Ich habe meine Impulse, denen ich folge. Wir sind zusammengekommen durch innere Impulse, denen wir gefolgt sind. Und das bringt was in Bewegung. Und wenn wir uns alle dem mehr und mehr hingeben, dann können wir schon was bewegen. Ja, ja, vor allem auch das wahrzunehmen, dass wir, obwohl es diese Unterschiede gibt, trotzdem miteinander was bewegen können. Weil es geht eben nicht mehr um diese Kleinigkeiten zu sagen, ja oder nein, ich bin für oder gegen. Es geht einfach nur mal darum zu erkennen, okay, wohin wollen wir uns eigentlich bewegen? Ja, was ist eben das, was wir unseren Kindern hinterlassen wollen, so wie du gesagt hast? Ja, worum geht es jetzt eigentlich? Also ich stelle mir dann auch selbst immer wieder die Frage, was möchte ich später einmal, wenn die groß sind und sie mich fragen, ja, wie war das eigentlich damals oder was hast du getan, ja, dass ich eine Antwort geben kann. Ja, kriege ich Gänsehaut, ja. Ich einfach sagen kann, nichts, ja, ich habe einfach angenommen, was von außen gekommen ist, sondern wir wünschen uns ja für unsere Kinder, dass sie zu integren, selbstbestimmten, wirklich fähigen Erwachsenen heranwachsen können. Und das wünscht sich, glaube ich, jede Mama und jeder Papa. Also ich kann, glaube ich, niemanden finden, der sagt, nein, das wünsche ich mir nicht. Ja? Ja. Und das bedeutet aber, dass wir als Eltern genau das auch tun müssten. Ja? Weil sie sehen ja uns in unserem Tun und Agieren. Ja? Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann fällt es uns, glaube ich, auch leicht zu sagen, okay, was wünschen wir uns, was braucht es jetzt? Ja? Will ich, dass mein Kind zum Beispiel in der Schule in einem Kreidekreis stehen muss und seine Freundin, seinen Freund nicht berühren darf, nicht mit ihm singen darf, nicht mal vielleicht sprechen, ja, auf die Art und Weise, wie sie es sonst tun? Will ich das? Ja. Was löst das aus dann bei meinem Kind? Ja? Das ist, glaube ich, auch jetzt so eine Situation, wo Aufstehen leichter ist als vorher, weil ich glaube einfach, dass Eltern, die jetzt spüren, das kann ich meinem Kind nicht antun. Ich will nicht, dass mein Kind so geprägt wird, dass irgendwie Nähe und Kontakt gefährlich ist. Ja, dass ich, wie das Beispiel von dem einen Mädchen, das im Kindergarten die Erzieherin gefragt hat, darf ich dich umarmen und ich verspreche dir auch, ich werde nicht atmen. Ja, das sind so, wollen wir unsere Kinder so prägen, ja, dass Nähe ist gefährlich, umarmen ist gefährlich, ich darf nicht mehr atmen, wenn ich jemandem Zuneigung zeigen will. Und ich denke, also manchmal denke ich mir, vielleicht gibt es auch Gesetzeslücken, die jetzt irgendwie, die man finden muss, um dann auch sagen zu können, für mich, für mein Kind kommt diese Schulpflicht, ist die nicht mehr, greift nicht mehr aufgrund von diesen und jenen Punkten. Also das ist nur so eine Idee, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit so gut wie nie zuvor, um aufzustehen und wirklich für die Bedürfnisse der eigenen Kinder einzustehen. Ja, weil es wackelt ja sowieso alles. Und wenn dann jetzt genug aufstehen und sagen, nee, da machen wir nicht mit, dann ist wirklich was möglich. Ja, vor allem, weil ich mir denke, was hinterlässt das an den Seelen der Kinder?
Ja. Und mir fällt da gerade jetzt auch in Bezug auf Nähe und Berührung ist schlecht, eigentlich dieses den Erziehungsratgeber von Ende des 19. Jahrhunderts ein, der damals ja schon, also ist von einem Kinderarzt geschrieben worden damals, der, wo drinnen stand, Körperkontakt ist unhygienisch. Ja. Und wir haben eigentlich gedacht, wir sind darüber hinweg. Ja. Wir haben eigentlich gedacht, okay, Berührung, Körperkontakt, das ist ja doch das Wichtigste, was wir haben. Ja? Ja. Und jetzt sind wir wieder in der Situation, wo wir den Kindern eigentlich erklären müssen oder müssten, ja, ich tue es nicht, ich will es auch nicht tun, dass sie das nicht tun dürfen, weil das ist ja ganz furchtbar und ganz schlecht. Ja. Ja. Und das ist eben der Punkt, finde ich auch, wo jeder aufgefordert ist, sein einfach raus aus diesem vorgegebenen analytischen, wo die Argumente so irre werden können, dass sie mit dem Herzen überhaupt nicht mehr zusammenpassen und dann wirklich den gesunden Menschenverstand einfach einschalten und sich wirklich fragen, okay, die sagen uns jetzt, das wäre wichtig, dass die Kinder Abstand halten, kein Körperkontakt, keine Umarmung, aber dann einfach mal ein bisschen tiefer in sich sacken lassen das und sich fragen, kann das wirklich gesund sein? Ja. Genau. Ja. Eine Botschaft, glaube ich, die wir beide eben dadurch an die Eltern geben wollen, ist, habt den Mut aufzustehen. Ja? Geht's in eure Eigenverantwortung. Es geht nicht darum, dass wir alle das Gleiche tun, sondern es geht einfach darum, dass wir miteinander stark sind. Ja? In unserem Sein, in unserem Wirken, was wir tun können. Ja, ja, genau. Und es gibt ja also für jede Mama, für jeden Vater, der aufstehen will, ihr seid nicht alleine. Also es gibt uns und wir sind zusammen verbunden in dem Projekt Mütter der neuen Zeit, ein Buch, was von Sabine Menken herausgegeben wird, wo 21 Mütter über ihre alternativen Wege mit Kindern berichten. Also überall gibt es Anknüpfungspunkte, wo man sich vernetzen kann und wahrscheinlich auch in den Kommentaren von diesem Video. Also wer sich alleine fühlt, kann einfach Kontakt knüpfen, auf uns zugehen und weiter vernetzt werden. Also keiner von uns muss diesen Weg alleine gehen. Da fällt mir jetzt zum Schluss dein Nebelscheinwerfer ein, dieses Beispiel wieder, weil wir fahren vielleicht alle jetzt mit dem Nebelscheinwerfer, aber vielleicht nehmen wir am Rande wahr, dass da noch jemand ist. Ja? Also dass es nicht nur diesen kleinen Lichtkegel gibt, sondern vielleicht haben wir das Vertrauen, aus dem Lichtkegel kurz mal rauszusteigen und zu sehen, hey, da ist noch ein Lichtkegel. Ja? Vielleicht können wir dadurch auch zusammenwachsen. Ja? Und natürlich wissen wir nicht, wo es hingeht. Aber ich glaube, wenn wir den Mut haben, so uns selbst zu vertrauen, dann geht's irgendwo hin. Ja, ja, weil das ist schön. Bleibt immer. Ja, liebe Sandra, danke für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und ich bin mir sicher, wir treffen uns wieder. Ja, hoffentlich. Ja, euch lieben Menschen da draußen, wir verlinken euch unsere Projekte, unsere Seiten, unseren Kontakt. Das heißt, wie die Sandra gesagt hat, wenn ihr uns treffen wollt, wenn ihr uns ansprechen wollt, tut es einfach, habt den Mut rauszugehen. Wir freuen uns drauf und ja, alles Liebe bis dahin. Alles Liebe.